Humerusfraktur. Es gibt proximale Humerusfraktur, Humerusschaftfraktur und distale Humerusfraktur. Proximale Humerusfraktur sehen wir meistens bei älteren Patienten. Über 60 Jahre und mit begleitender Osteoporose. Distale Humerusfraktur sehen wir immer bei jüngeren Patienten unter 60 Jahre, meistens bei Kindern. Humerusfraktur kann nach direkt oder indirekt Trauma sein. Direkt bedeutet nach Schlag, indirekt bedeutet Sturz auf den Arm. Es gibt Klassifikationen. Erstmal Klassifikation nach Codman. Das bedeutet, kann Humeruskopffraktur sein. Tuberculum maius, Tuberculum minus und Schaftfraktur. Dann gibt es Klassifikation nach Nähe. Das ist häufigste und benutzte Klassifikation. Klassifikation nach Nähe. Erste. Keine oder minimale Dislokation. Zweite Fraktur in Collum anatomicum. Dritte Fraktur in Collum chirurgicum. Vierte Abrissfraktur in Tuberculum maius, fünfte Abrissfraktur in Tuberculum minus, sechste Luxationsfraktur. Das ist Klassifikation nach Nähe. Dann gibt es AO-Klassifikationen. AO-Klassifikation, Proximalhumerusfraktur. Es gibt extra artikular Einfragmentfraktur, zweite extra artikular Zweifragmentfraktur, dritte extra artikular vier oder mehrere Fragmentfraktur. AO-Klassifikation für Humerusschaftfraktur. Es gibt einfache, erste Keilfraktur, zweite und Mehrfragmentfraktur, dritte. Dann AO-Klassifikation für Distalhumerusfraktur. Es gibt extra Artikularfraktur, partiell Artikularfraktur und Artikularfraktur. Dann sollen wir bei Humerusfraktur immer Nervengefäßversorgung im Humerusbereich wissen. Proximalhumerus, dazu gehören Nervus axillaris, Arteria axillaris, Arteria circumflexia humerus. Posterior und anterior. Und letzter Plexus brachialis. Dann
Numerus schafft. Nervus radialis. Nervus medianus. Arteria brachialis. Arteria profunda brachii. Und Distalhumerus. Dazu gehören Nervus radialis, Nervus medianus, Nervus ulnaris und Arteria brachialis. Ja, jetzt wichtigste, wir sollen diese Nervenverletzungen wissen, welche welche Verletzungen verursacht diese Nervenverletzungen. Zum Beispiel Nervus axillaris Schädigung. So verursacht Sensibilitätsminderung. Proximal und lateral. Oberarm sowie Parese, Abduktion und Außenrotation des Humerus. Dann Nervus radialis. Schädigung verursacht Sensibilitätsminderung der streckseitige des Unterarms. Gleichzeitig die GT1-3 Handrucke und Fallhand. Das bedeutet zum Beispiel, das ist Arm. So, Arm bleibt so. Dann Nervus medianus Schädigung verursacht Schurhand, ja, sowie Sensibilitätsminderung radiale Hand. Schurhand bedeutet so. Ja. Dann Nervus ulnaris Schädigung verursacht Sensibilitätsminderung der ulnare Hand. So wie Kralle. Und das bedeutet, so, Krallenhand. Krallenhand ist so. Sonst als Symptome kann man also bei Schaftfraktur, Verkürzung des Oberarms sehen, Bewegungseinschränkung bei proximaler Fraktur betroffen, meistens Schulterbereich. Bei distalen Humerusfrakturen betroffen meistens Ellenbogen. Sonst kann man Hämatom sehen. Und Hämatom bei proximalen Frakturen meistens ersten Tag sichtbar. Nach nächsten 3-5 Tagen kann man die Wiederverfärbung im
runtersehen ein bisschen mit Ausstrahlung im Rückenbereich. Dann als diagnostische Methode, wie gesagt, wie andere so Frakturen immer Röntgen sollen wir machen. Und manchmal benutzen wir auch CT bei proximalen Frakturen, wenn pathologische Frakturen gibt es, bei Schaftfrakturen mehr Fragmentfraktur, bei Distalfrakturen meistens sollen wir CT machen. Das ist komplizierte Fraktur, distale Fraktur. Sonst MRT sollen wir machen bei pathologischen Frakturen, wenn proximale Humerusfraktur bei pathologischer, begleitende pathologische Fraktur, bei Läsion der Rotatormanschette, bei Distalfraktur, wenn Ligamentverletzungen gibt, sollen wir MRT machen. Ja, dann sonst Therapie. Als Therapie so gibt es konservative und operatives Verfahren. Konservative Therapie machen wir bei nicht oder nur gering dislozierte Frakturen, geschlossene Frakturen. Bei distaler Humerusfraktur also machen wir konservative Therapie selten, nur in Ausnahmefällen bei schlechteres Outcome nach operatives Therapie. Bei proximaler Humerusfraktur als konservatives Therapie so machen wir ein Gilchrissverband. Bei Schaftfraktur machen wir Oberarmbrace. Bei Distalfraktur machen wir als konservatives Therapie so kurze Ruhigstellung mit Armschlinge oder Gipsschiene. Operatives Verfahren machen wir immer bei offener Fraktur, pathologischer Fraktur, dislozierter Frakturen mit begleitenden Verletzungen, Gefäßnebenverletzungen immer Notfallindikation für die operative Therapie. Dann, bei proximalen Humerusfrakturen, es gibt zwei Möglichkeiten. Gelenkerhaltende und gelenkersetzende Methoden. Gelenkerhaltende bedeutet, kann man Marknagelung machen, kann man Platten-Osteosynthese machen. Gelenkersetzende, so es gibt zweite Variante, anatomische Prothese und inverse Prothese. Gelenkerhaltende Fraktur machen wir bei offener Fraktur, bei pathologischer Fraktur, bei Luxationsfraktur, Mehrfragmentfraktur. Gelenkersetzende operative Verfahren machen wir bei nicht reponierbar, nicht ausreichend reponierbar Dislokationen, pathologische Fraktur mit Destruktionen, mit Humeruskopfnekrose, Kontraindikationen, Osteosynthese. In diesen Fällen so machen wir gelenkersetzende anatomische oder inverse Prothese. Anatomische Prothese bedeutet alleiniger Ersatz mit Humeruskopf. Inverse Prothese bedeutet ganzer Ersatz. Ja, ganzer, kompletter Gelenkersatz mit Umkehrung der anatomischen Verhältnisse. Anatomischen Verhältnisse.
Inverse Therapie, inverse Prothese, sehr invasiv. Sehr invasiv, vergleicherweise mit anatomischer, invasiverer Griff. Anatomische Prothese kann man anatomische Funktion, Biomechanik erhalten. Man nutzt nur alleiniger Ersatz, Humeruskopf, deswegen kann man anatomische Funktion erhalten. Dann gibt es noch bei Schaftfraktur, können wir Marknagelung machen, Plattenosteosynthese machen. Bei distaler Fraktur kann man meistens nutzen wir operatives Verfahren, wie gesagt, konservativer. Immer bei Ausnahmefällen, bei schlechteres Outcome nach operativer Therapie. Man macht so kurze Ruhigstellung mit Armschlinge oder Gipsschiene. Meistens operatives Verfahren, Schrabbenosteosynthese, Plattenosteosynthese. Kann man auch Prothese machen, Hemiendoprothese oder Totalendoprothese. Bei Hemoendoprothese ist Voraussetzung immer stabiles Ellenbogengelenk. Das ist Voraussetzung. Totalendoprothese bei nicht rekonstruierbarer Frakturen gibt es gekoppelt und ingekoppelt. Noch gibt es Fixatur externe als Methode bei Trümmerfraktur kann man machen. So als Komplikationen. Compartment-Syndrom, Hämatomen, Pin-Infektion bei Fixatur externe, Pseudoarthrose. Und wie nach Behandlung kann man erstmal Wundheilung, Abschwellung, passive, aktive Beweglichkeit, Reintegration in den Alltag und dann Vollbelastung kann man machen, Schritt für Schritt.